So Leute, da bin ich wieder zurück und ihr wisst ja, wir hatten ja den Beast Cup, beziehungsweise was Beast Boy? Doch, der Beast Boy Cup war das, wo wir mindestens 8 Punkte sammeln mussten. Aber wie viel hatten wir da gesammelt? Ich glaube 12 Punkte. Also vor allem, ihr seht es ja gerade, wir haben jetzt das Spray bekommen. Also jeder, der da mitgemacht hat, loggt euch kurz in Fortnite ein, holt euch euer Item ab, nicht, dass es irgendwie verfällt oder sonst was. Zurzeit geht es ja ein bisschen drüber und drunter, was das betrifft. Denn es gibt auch neue Informationen, ich fordere das mal gerade ein, es gibt auch neue Informationen, was die nette Dame hier betrifft. Nämlich, ganz simpel gesagt, Epic Games hat jetzt alle Links, die ich auch schon gepostet habe, quasi gesperrt. Bedeutet, man bekommt den Skin derzeit eigentlich jetzt nur noch über den PC. Scheinbar selbst über das Handy funktioniert es nicht mehr, denn zum Beispiel Hans hat es nicht hingekriegt, also unser Moderator. Er hat es einfach nicht hingekriegt, dann andere haben auch drunter geschrieben, es funktioniert nicht. Also derzeit ist, was mich jetzt Stand der Dinge ist, ist quasi, man kann den Skin nur noch bekommen, wenn man halt an dem PC, im Epic Launcher drin ist, sich eingeloggt hat und sich dann das Paket da holt. Ihr müsst das auch nicht am PC spielen oder sonstiges, ihr müsst das Paket quasi nur am PC kaufen. Wenn ihr also irgendeinen im Verwandtenkreis habt oder Bekanntenkreis, loggt euch ein, macht Passwortspeichern aus, geht rein in den Shop, holt euch den Skin ab, also das Paket, geht dann wieder raus, guckt, dass die Einlogdaten nicht gespeichert sind. Man weiß nie, ich weiß, ja, er ist mein Freund und auf einmal ist das Gejammer groß, weil dann halt die Daten weg sind, beziehungsweise der ganze Account. Also passt da auf, ihr braucht halt wirklich jetzt einen PC oder Laptop. Das sind die Infos. Dann haben wir noch was anderes, das NBA-Gedöns, da läuft ja noch, hier das Crossover quasi, wo wir halt verschiedene Aufgaben lösen müssen. Da können wir auch mal ganz kurz drauf eingehen. Ich hoffe, ihr habt gestern dran gedacht. Ihr seht, gestern 1000 Punkte, vorgestern 1000 Punkte. Also was haben wir heute? Freitag. Am Mittwoch mussten wir 24 Minuten spielen. Gestern mussten wir 5 Kills machen im Solo, Duo, Trio oder Squad Team. Und heute müssen wir halt in die Top 10 kommen. Wundert euch nicht, hier wird das Ganze alle 60 Minuten geupdatet und eigentlich, rein theoretisch, müsste ich dann das Spray bekommen, weil das ja dann die dritte Challenge ist, die ich dann abgeschlossen habe. Und solltet ihr das auch gemacht haben, dann werdet ihr natürlich auch dieses NBA Spray bekommen. Dann haben wir noch 2 Tage, wo wir das Ganze machen müssen, wenn wir das Banner noch haben wollen. Ich werde es wahrscheinlich trotzdem machen, ihr kennt mich, Aufgabenmarsche trotzdem alle irgendwie. Und mehr wollte ich eigentlich jetzt erstmal so nicht preisgeben, beziehungsweise sagen, weil das waren so die 3 wichtigsten Punkte, die mir jetzt so heute eingefallen sind. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt gerne in die Kommentare. Ich habe schon mitbekommen mit dem Skin. Ich versuche da wirklich jedem irgendwie zu helfen oder zu sagen, wie kann das am besten machen. Und nochmal danke für den ganzen Support, die ganzen Likes, die ganzen Kommentare. Vielen, vielen Dank dafür. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.